Ja, zweiter Teil, sehr geehrter, verehrter Rektor Gerzabek, sehr geehrte Anwesende, insbesondere möchte ich auch nochmal die Vertreterinnen und Vertreter von kooperierenden Einrichtungen oder solchen, die mal Kooperationspartner werden sollten, begrüßen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde. Ich werde etwas anderes machen als der Kollege Wolfgang Renneberg, nochmals Wolfgang, dreimal Wolfgang. Ich möchte Ihnen eigentlich eher vorstellen, was mich bewegt und beschäftigt auf der Folie des Nuklearen. Und Sie haben ja gesehen, das Thema ist schon sehr umfassend. Das wird nicht einfach werden. Ich muss auch Vereinfachungen machen, dafür entschuldige ich mich vorher. Und an manchen Stellen werde ich vielleicht Ihre Konzentrationsfähigkeit auch ein bisschen sehr fordern, was jetzt bei den Wetterbedingungen vielleicht nicht mehr so einfach wird. Trotzdem, ich glaube, die Reise könnte interessant sein. Das ist eine Reise, die viel mit meinen Überlegungen zu tun hat, natürlich auch mit Überlegungen, die ich von anderen mir borge. Und Sie werden sehen, wo uns diese Reise hinführt. Am Anfang des vielbeschworenen Atomzeitalters stand das Fanal des Einsatzes von Atombomben auf zwei japanische Städte und ihre Bevölkerung im August 1945. Entsetzen und Furcht ist die adäquate Reaktion auf diese ultimative Waffe bis dato unvorstellbarer Zerstörungskraft, die uns seitdem in weiter wissenschaftlich und technisch verfeinerter Form als permanente Drohung begleitet. Und ebenso Furcht und Entsetzen angesichts solcher Art technologischen Fortschritts. Eigenartigerweise hält sich bis heute der Mythos, wissenschaftlich-technische Durchbrüche, gerade auch Kernspaltung und die unkontrollierte Kettenreaktion der Bombe, kämen stets überraschend, basierend auf der unschuldigen Neugier genialer Forscherpersönlichkeiten. Verdrängt wird dabei der ungeheure, ganz gezielte Aufwand im US-Manhattan-Projekt, dem bis dahin größten und teuersten Forschungs- und Entwicklungsprojekt der Menschheitsgeschichte. Verdrängt wird ebenfalls die Absehbarkeit der Entwicklung in diese Richtung. Mit zwei kleinen Zitaten möchte ich die Überprüfung dieses Mythos Ihnen nahelegen. Am Ende seiner Rede zum Erhalt des Nobelpreises für die Erzeugung neuartiger radioaktiver Isotope im Dezember 1935 äußerte Frédéric Joliot-Curie: Wir dürfen mit Recht an die Möglichkeit denken, dass die Forscher, die nach Gutdünken Elemente aufbauen und zerschlagen können, auch Kernumwandlungen von explosivem Charakter verwirklichen werden. Sollte man es fertigbringen, dass solche Umwandlungen sich in der Materie fortpflanzen, Kettenreaktion, so wird vermutlich die Befreiung enorm großer nutzbarer Energien stattfinden. Robert Jung hat in seinem bekannten Buch Heller als tausend Sonnen Erinnerungen von Leo Szilard zitiert. Im Oktober 1933, noch ein paar Jahre früher, hatte ich den Einfall, dass man eine Kettenreaktion erreichen könne, wenn ein Element zu finden wäre, das zwei Neutronen ausstoßen würde, nachdem es ein Neutron geschluckt hat. Zuerst dachte ich dabei an Beryllium, dann an andere Elemente, einschließlich Uran. Aber aus dem einen oder anderen Grund führte ich das entscheidende Experiment niemals aus. Szilard war vorsichtig und versuchte sogar vergeblich, seine Kollegen sogar zu einem Forschungsmoratorium zu überreden. Dann, vier Jahre später, nach Nachweis der Kernspaltung im Uran, Ende 1938, sind beide, Joliot und Szilard und andere, in der Lage, experimentell zu zeigen, dass eine Kettenreaktion im Uran möglich ist. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs beginnt dann die gezielte Suche nach Wegen zur Atombombe. Die zivile Seite der Nukleartechnologie wurde auf der Basis der bereits militärisch genutzten Technologie entwickelt. Enorme Hoffnungen wurden damit verknüpft. Die überwiegende Mehrheit der weltweiten Intelligenz wurde verführt durch die Versprechungen aus dem Kreis der Atomforscher und interessierter Politik. Selbst der sonst so kluge, naturwissenschaftlich vorgebildete Philosoph Ernst Bloch ist dem zumindest in den 1950er Jahren erlegen, wie eine kurze Stelle aus seinem großen Werk Prinzip Hoffnung zeigt.
wie die Kettenreaktionen auf der Sonne uns Wärme, Licht und Leben bringen. So schafft die Atomenergie in anderer Maschinerie als der der Bombe in der blauen Atmosphäre des Friedens aus Wüste Fruchtland, aus Eis Frühling, in der blauen Atmosphäre des Friedens. Einige hundert Pfund Uranium und Thorium würden ausreichen, die Sahara und die Wüste Gobi verschwinden zu lassen, Sibirien und Nordkanada, Grönland und die Antarktis zur Riviera zu verwandeln. Sie würden ausreichen, um der Menschheit die Energie, die sonst in Millionen von Arbeitsstunden gewonnen werden musste, in schmalen Büchsen höchst konzentriert zum Gebrauch fertig darzubieten. Ein nahezu unerschöpfliches nukleares Perpetuum mobile erscheint greifbar für eine friedliche Zukunft des Menschengeschlechtes. Ein weiteres Zitat aus der Frühzeit vom damals enorm einflussreichen Chairman der US-Atomenergiekommission, Louis Strauss, vom September 1954. Ich lese Ihnen nicht vor, das Entscheidende ist sowieso schon gehighlightet. Die Versprechung, Spalt- und Fusionsstrom würde sehr bald so billig zu produzieren sein, dass keine Stromzähler mehr vorhanden sein müssten in den Häusern. Eine künstliche Darstellung der nuklearen Zukunftshoffnung lieferte Anfang der 1970er Jahre der deutsche Maler Werner Petzold als Auftragsarbeit für die sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft SDAG Wismut. Das riesig dimensionierte Wandbild, 16 x 12 Meter, friedliche Nutzung der Atomkraft, zierte das Hauptgebäude der Wismut in Peitsdorf in Südsachsen. Hier lag das riesige Uranminenareal der damaligen DDR. Sie sehen hier auf dem Bild, wie auf der Basis der Arbeit der Kumpel im Uranbergbau die Zukunftsvision gebaut wird. Denn das atombeherrschende Mensch im Dreigestirn mit einem Raumfahrer und der friedenverheißenden Revolutionärin mit der roten Fahne. Seit 2009 ist das Gemälde wieder als Denk- und Mahnmal auf einer Anhöhe in Löbicher aufgestellt, weithin sichtbar an der Autobahn A4. Die Realität des Uranbergbaus der Wismut sah ganz anders aus, wie wir heute gut wissen. Die Uranproduktion ging die ersten Jahrzehnte direkt ins sowjetische Atomwaffenprogramm und war dafür die entscheidende Quelle. Es gab enorme gesundheitliche Folgen für die Beschäftigten, etwa 800 tödliche Unfälle, etwa 10.000 bis 2011 anerkannte Krebsfälle aufgrund der Strahlenbelastung, etwa 16.500 anerkannte Silikosefälle. Mit der Wende lief 1991 ein aufwendiges Umweltsanierungsprogramm an, kosten bis heute etwa 6 Milliarden Euro. Dies ist ein eklatantes Beispiel dafür, wie politische und ökonomische Interessen weniger mächtiger qua Technik den Tod und die Schädigung anderer Menschen mitbedingen. Ein scharfer Widerspruch zur ethischen Forderung, instrumentalisiere niemanden, mit der Ernst Tugend hat, treffend die zweite Formulierung des Kantschen Imperativ zusammengefasst hat. Unser Hoffen und Fürchten in Bezug auf die Nukleartechnologie, so wie wir sie heute absehen können, ist unmissbedingt durch tiefgreifende Ambivalenzen, die die Technologie durchziehen. Ich nenne einige wichtige dieser Ambivalenzaspekte. Die zivil-militärische Ambivalenz, Basis der Hoffnung und unserer Furcht, ist der Zugriff auf spaltbares Material zum Betrieb von Reaktoren oder für Bomben. Dazu muss zunächst Uran geschürft werden, dann in aller Regel in Anreicherungsanlagen der spaltbare Anteil des Uran, das Uran-235, angereichert werden. Man kann auch das in Uranreaktoren produzierte Plutonium durch Abseparation aus den abgebrannten Brennelementen gewinnen und dann nutzen. Solche Wiederaufarbeitungs- oder Urananreicherungstechnologien, die schon für die Waffenprogramme entwickelt wurden, können dann aus augenscheinlich zivilen Programmen heraus wieder für Waffenzwecke eingesetzt werden. Waffentaugliches, hochangereichertes Uran könnte dann produziert werden beispielsweise. Leider ist dieser gefährliche Stoff auch bis heute noch nicht aus der Nutzung für Forschungsreaktoren gänzlich verbannt. Der superschwere Wasserstoff, Tritium, ist der absehbare zentrale Brennstoff für zukünftig einmal denkbare Fusionsreaktoren. Tritium ist gleichzeitig ein wichtiges Ingredient in allen fortgeschritteneren Kernwaffendesigns. Zweite Ambivalenz, Sicherheits-Nutzen-Ambivalenz. Die enorme hohe Leistungsdichte in Kernreaktoren erscheint zunächst sehr attraktiv für die Stromproduktion. Aber dies wird erkauft mit einer ebenso enorm hohen Unsicherheit.
Das Katastrophenpotenzial im Fall der Havarie ist, wie wir wissen, erschreckend hoch. Nach Fukushima sind die bekannten Stichworte wieder im öffentlichen Bewusstsein, wie Reaktivitätskontrolle, Kernschmelzgefahr, Nachwärmeproblematik, die auch nach einer Reaktorabschaltung naturgesetzlich weiter wirksam ist. Wir fürchten zu Recht langfristig wirksame radioaktive Freisetzungen im Katastrophenfall, der nicht ausgeschlossen werden kann. Das Dritte nenne ich die zeitliche Ambivalenz, Kurzfristgewinn versus Langzeitfolgen. Kernreaktoren ermöglichen eine hohe Energieausbeute aus vergleichsweise kleinen Brennstoffmengen. Fantastisch. Uranvorräte sind aber begrenzt und beschränken damit die Urannutzung voraussichtlich auf weniger ein Jahrhundert oder je nach Umfang der Nutzung auf etwas mehr als ein Jahrhundert. In dieser menschheitsgeschichtlich sehr kurzen Zeitspanne werden erhebliche radioaktive Abfallmengen produziert, die ein Gefahrenpotenzial für über Jahrhunderttausende generieren. Die Befürchtung, die Kernenergienutzung sei nicht mit der Perspektive menschlichen Lebens auf Erden vereinbar, scheint durchaus berechtigt. Es gibt noch mehr Ambivalenzen, die werde ich Ihnen jetzt nicht alle vortragen und verweise dann auf das Manuskript, was zugänglich sein wird. Dies scheinen mir erstmal die drei zentralen zu sein, die ich genannt habe. Was ich damit nur zeigen will, ist, Sie sehen, wir bekommen stets beides zugleich. Aspekte, die Hoffnungen nähren und Aspekte, die Befürchtungen wecken. Wie wäre es, wenn die Ambivalenz zu einem allgemeinen Zug unserer wissenschaftlich-technisch geprägten Welt geworden wäre, nicht nur im Nuklearen? Der polnisch-britische Soziologe Zygmunt Bauman ist davon überzeugt, wie er unter anderem in seinem Buch Moderne und Ambivalenz ausgeführt hat. Bauman sieht die durchgängige Bemühung um Trennen, Ordnen, Klassifizieren im Kern des Projekts der Moderne. Der Ordnungstrieb ist gespeist, so meint er, von der Abscheu vor Ambivalenz. Ambivalenz bedeutet bei ihm ganz allgemein, einen Gegenstand oder Ereignis mehr als einer Kategorie zuordnen zu können. Das Produkt des modernen Ordnungstriebs, befördert durch unsere wissenschaftliche Rationalität, ist aber letztlich mehr Ambivalenz. Wenn die Moderne es mit der Erzeugung von Ordnung zu tun hat, dann ist Ambivalenz der Abfall der Moderne. Allem Anschein nach gedeiht Ambivalenz besonders prächtig auf dem Boden der Anstrengung, sie zu zerstören, so sagt Bauman. Trennungs- und Ordnungsversuche angesichts von Ambivalenz können so zu einer nicht enden wollenden Ambivalenzspirale führen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel für eine solche Ambivalenzspirale im Nuklearbereich geben. In den 1940er Jahren wurden die wesentlichen Nukleartechnologien mit militärischer Zielsetzung entwickelt. Sie sind aber teilweise auch zivil nutzbar oder umnutzbar, also ambivalent. Das von den USA initiierte Programm Atoms for Peace hatte die Absicht, durch die bewusste weltweite Förderung des zivilen Zweigs der Nukleartechnologie den Appetit auf die militärischen Möglichkeiten zu minimieren, ja, sie unwesentlich erscheinen zu lassen. Der Versuch der Trennung in zivile Aktivitäten einerseits und militärische andererseits sollte die Atomwaffenproliferation, die Weiterverbreitung vermeiden helfen. Aber die Verbreitung der zivilen technischen Möglichkeiten wurde in vielen Ländern der Ausgangspunkt für militärische Programme. Zweite Schleife der Spirale. Ab 1957 erfolgte der Aufbau der Internationalen Atomenergieorganisation, IAEO, hier mit Sitz in Wien. Einerseits mit dem Ziel, die Förderung ziviler Kernenergienutzung, andererseits wurden erste Schritte zur Trennung von erlaubten und unerlaubten Nuklearaktivitäten in Verbindung mit dem langsamen Aufbau von Überwachungsmaßnahmen, sogenannten Safeguards, vollzogen. Aber 1964 zählte man bereits 5 Kernwaffenstaaten und eine Erhöhung dieser Zahl schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Dritte Schleife der Spirale. 1963 bis 1968 wurde dann der Nuklear-Nichtverbreitungsvertrag ausgehandelt und er trat 1970 in Kraft. Hier erfolgte die Trennung in 5 anerkannte Kernwaffenstaaten auf der einen Seite und den Rest der Staatenwelt auf der anderen. Letztere sollten keinen Atomwaffenbesitz haben dürfen. Wer Kerntechnologie zivil nutzen will, muss auf den militärischen Gebrauch verzichten und kann nur unter dieser Voraussetzung internationale technische Unterstützung erhalten. Aber diese asymmetrische Einteilung der Welt blieb instabil und umstritten.
bis heute zu. Es bleiben stets erhebliche Verdachtsmomente gegen neue Nuklearwaffenaspiranten. Nach 1970 wurde dann daher einseitige Exportkontrolle von Seiten nukleartechnologieliefernder Länder eingeführt und sie erweiterten quasi das internationale Nichtverbreitungsregime. Dies geschah verstärkt nach dem indischen Nukleartest im Jahr 1974. Die Welt der Staaten wurde nun zusätzlich eingeteilt in vertrauenswürdige Länder, mit denen Technologietransfer vonstatten ging, und Länder, in die keine Nuklearexporte erfolgen sollten. Aber eine Wirksamkeit konnte nur auf gewisse Zeit angenommen werden. Eigenentwicklungen in kritischen Ländern blieben möglich und gegenseitige Unterstützung aus nicht-regimetreuen Ländern bis hin zu Schwarzmärkten. Weiterhin blieb die Legitimität von Exportkontrollen durchaus umstritten. Das war im Vertrag eigentlich nicht festgelegt gewesen. Fünfte Schleife der Spirale. In den 1990er Jahren wirkte dann der Schock des zivil-militärisch dual-use-fähig ausgelegten Atomprogramms des eigentlich augenscheinlich treuen Mitgliedslandes des Nichtverbreitungsvertrages, des Irak. Nun setzte man einerseits auf Verbesserungen der IAEO-Safeguards, um die Umgehung der Trennung in zivile und militärische Aktivitäten besser aufdeckbar zu machen. Diese blieben aber freiwillig. Andererseits wurde, insbesondere in den USA, das Konzept der sogenannten Counterproliferation entwickelt, das kriegerische Mittel gegen der Proliferation verdächtige Staaten mit einschloss, wie wir es dann ja auch erlebt haben. Aber Indien und Pakistan demonstrierten 1998 ihre Atomwaffenfähigkeit. Sechste Schleife. In der letzten Dekade führten die ambivalenten Nuklearprogramme zunächst Nordkoreas und dann Irans 2004 zu der Überzeugung bei der US-Administration, dass das Recht auf Nutzung sensitiver, militärisch relevanter Nukleartechnologie eingeschränkt werden müsse. Nicht generell, sondern in für problematisch gehaltenen Newcomer-Ländern. Dem folgten die G8-Staaten. Eine weitere Trennlinie in der Staatenwelt wurde auf den Weg gebracht. Aber die nordkoreanischen Atomwaffentests machen die Wirkung durchaus fraglich. Weiterhin steht die Legitimität, unter anderem durch den eklatanten Widerspruch zum Nichtverbreitungsvertrag, in Frage für die Kenner der Materie Artikel 4. Hier wird meines Erachtens eine instabile Ambivalenzspirale sichtbar, in der das Muster von Ordnen und Trennen nicht zum Erfolg führt. Die Tendenz ist heute, dass ein durchhierarchisiertes Mehrklassensystem des Nukleartechnologiezugangs weltweit durchgesetzt werden soll. Dies ist aber nur denkbar auf der Basis massiver militärischer Drohungen und des tatsächlichen Einsatzes militärischer Gewalt durch die mächtigen Staaten, der jeweils Habenden. Und das wird entsprechende Gegenreaktionen herausfordern. Ein höchst unfriedliches, gefährliches und instabiles Szenario. Das war nur ein Beispiel. Es erscheint aussichtslos, die tief in eine Technologie eingeschriebene Ambivalenz nachträglich ungeschehen machen zu wollen. Wer sich Optimismus und Hoffnung erhalten will, muss an den Kern des Problems heran. In diesem Fall gibt es zumindest einen physikalisch-technischen und einen politischen Kern. Der Umgang mit sensitiven, ambivalenten Nuklearmaterialien und Nukleartechnologien weltweit ist der eine Kern des Problems. Eine stabilere Lösung ist nur möglich, wenn eine für alle Staaten der Welt unterschiedslos gültige Regelung angestrebt wird. Die Privilegien der Kernwaffenstaaten und weiterer etablierter Kerntechnologie nutzender Staaten stehen dem im Wege. Das ist der politische Kern. Ich glaube, es gibt gute Gründe für die Annahme, dass es bei anderen der genannten Ambivalenzgesichtspunkte der Nukleartechnologie überwiegend nicht günstiger aussieht. Ambivalenzspiralen auch hier. Sicherheitsbereich haben wir es mehr oder minder schon gehört. Kann man denn das Katastrophenpotenzial der Spaltreaktoren irgendwie noch einfangen durch das Muster von Ordnen, Klassifizieren und Trennen durch verbesserte Sicherheitstechnik? Ich kann hier nicht auf die technischen Details eingehen, das würde viel zu weit führen, aber es wird uns beschäftigen in den nächsten Jahren. Ich zitiere stattdessen auch nochmal den Soziologen Niklas Luhmann. Für den Bereich, den wir Hochtechnologie nennen, ist bezeichnend, dass Risiken sich bereits bei der Entscheidung eigentlich über die Technologie abzeichnen, wenn auch ohne wann und wie.
und dass speziell entwickelte Techniken eingesetzt werden, um diese möglichen Schäden zu verhindern. Und in diesem Fall bekommt man es mit Chaosproblemen, mit Interferenzproblemen und mit jenen praktisch einmaligen Zufällen zu tun. Die Probleme der Technik zeigen sich an den Versuchen, die Probleme der Technik mit technischen Mitteln zu lösen. So wird die Form der Technik zum Problem. Offenbar kommt es bei Hochtechnologien aber laufend zu unvorhergesehenen Querverbindungen. Und dann die literarische Formulierung, wo aber Kontrolle ist, wächst das Risiko auch. Der Versuch, sich gegen Risiken der Technik durch Technik zu schützen, stößt offenbar an Schranken. So, jetzt ganz schnell. Die ganz konkrete Befassung mit Nukleartechnologie und ihren weiteren Erforschungen ist natürlich im Blick auf Ambivalenz, Sicherheit und Risiko immer noch von großer Bedeutung. Das wird es in der Institutsarbeit beschäftigen. Ich lasse Sie nur mal kurz den Blick darauf werfen, ich werde es nicht genauer erzählen. Vielleicht ist noch interessant, weil das die meisten nicht mehr wissen oder es mehr oder weniger verdrängte Zahlen sind. Wir haben immer noch 20.000 Kernwaffen in der Welt, 7.000 in den aktiven Arsenalen. Das entspricht einer Zerstörungskraft von weit mehr als 100.000 Hiroshima-Bomben. So sieht die Welt auch 25 Jahre nach Ende des Kalten Krieges noch immer aus. Und die weiteren Punkte, vielleicht den letzten erwähne ich noch genauer. Die nukleartechnologischen Versprechungen werden momentan in unseren gegenwärtigen Jahren wieder erneuert. Hier geht es um neue Reaktortypen, die überwiegend Ideen aus der Frühzeit der Nukleartechnologie weiterverfolgen und endlich zur Reife bringen wollen. Zum Beispiel inhärente Sicherheit von Reaktoren versprechend. Es geht um technologische Ideen, die das Abfallproblem durch Transmutationsmaschinen angeblich beseitigen oder minimieren könnten. Und es geht um die Zukunftsoption der Fusion. Erhebliche Forschungsgelder fließen hier bereits oder sollen noch zusätzlich flüssig gemacht werden. Die Ambivalenz der Versprechen in all diesen Bereichen müsste unabhängig überprüft werden. Beispielsweise ist die Fusion resistent gegen Proliferation? Wird ein nukleares Abfalllager wirklich überflüssig? Zweifel sind angebracht. Gestaltungsoptionen müssen womöglich deutlich werden, um auch Fehlinvestitionen heute zu vermeiden. Nicht-nukleare energietechnische Alternativen sind ebenfalls nicht risikolos. Die ungünstigen Folgen technisch-ökonomischen Handelns müssen auch hier antizipativ in den Blick genommen werden. Und so werden wir jetzt auf meiner kleinen Reise, die ich mit Ihnen machen will, auf grundsätzliche Probleme unseres Umgangs mit Technik verwiesen. Und das soll jetzt der zweite Teil meiner Vorlesung sein. Wissenschaft und Technik sind längst zu siamesischen Zwillingen geworden. In unseren Tagen ist daher der Begriff der Technoscience oder Technowissenschaften geprägt worden, um deutlich zu machen, dass wissenschaftliche Forschung in weiten Bereichen nicht abseparierbar ist von Technik und Technisierung und daran orientiert ist. Die Entwicklungsgeschichte der Nukleartechnologie von den Anfängen der 40er Jahre bis heute scheint mir ein erstes eklatantes Beispiel für diese realistische Sicht auf die Forschungspraxis zu sein. Wenn die Technik oder Technoscience-Diagnose stimmt, dann gilt meiner Meinung nach, dass unsere wissenschaftliche Erkenntnis bereits umgestaltende Wirkung hat, mindestens durch ihre weitgehende Orientierung auf Technik. Weit vorsichtiger könnte man formulieren, die Folgen der reinen Erkenntnis verändern unaufhaltsam die Welt, so wie es Karl Friedrich von Weizsäcker 1980 in einem Zeitartikel getan hat. Und Erkenntnisprozesse sind nicht beliebig, sie basieren auf unserer Wahl, unseren Wertentscheidungen. Ich glaube, dies ist uns eigentlich viel zu wenig bewusst, im Vergleich zu den anderen Bestimmungsfaktoren, die wir alle eher wahrnehmen. Innerwissenschaftliche Tradition, absehbare Möglichkeiten, forschungspolitische Randbedingungen oder entsprechende Setzungen. Daraus folgt, meine ich, dass wir Orientierung in der Welt brauchen, um den Erkenntnisprozessen eine Richtung geben zu können. Es ist ein gefährlicher Trugschluss zu glauben, diese Orientierung könne schlicht aus dem naturwissenschaftlichen oder technischen Stoff selbst entnommen werden. Wir werden lernen müssen, bei unserer Wahl die stete Potenzialität der Weltveränderung durch den Erkenntnisprozess selbst bereits mitzubedenken. Unglücklicherweise haben wir uns zunehmend daran gewöhnt, das technische Herstellen mit dem Wissen gleichzusetzen. Dies erhöht den Druck,
bereits im Erkenntnisprozess unser lokales Forschungshandeln in Richtung auf Weltveränderung zu überschreiten. Für mich, der ich in der theoretischen Physik eine erste geistige Heimat gefunden hatte, war das immer eine merkwürdige Vorstellungswelt der Macher. Hier gab es doch zumindest eine Reihe von überzeugenden Theoriekonstrukten, die etwas erkennen ließen, ohne dass es auch gleich gemacht werden müsste. Wenn wir uns nur vom technischen Können und dem, was wir noch können könnten, vorantreiben lassen, kommen wir in eine riskante und meines Erachtens nach unerwachsene Spirale. Günther Anders hat in seinen Wiener Jahren darüber nachgedacht und 1956 den ersten Band seines Werkes, das ist auch ein schönes Bild, seines Werkes Die Antiquiertheit des Menschen vorgelegt. In einer späteren Auflage fasst er zwei der Hauptgedanken zusammen, dass wir mehr herstellen als vorstellen und verantworten können und dass wir glauben, das, was wir können, auch zu dürfen, nein, zu sollen. Nein, zu müssen. Ein wichtiger Anlass für solche Überlegungen war die atomare Bedrohung, aber es ging tiefergehend um Analyse unserer technisch orientierten Weltverständnisse und seiner Folgen, bis hin auch damals schon zum Human Engineering. Das technikorientierte und das Können verliebte Vorwärtsstürmen in der Forschung ist problematisch geworden durch die Folgen draußen in der Außenwelt, die aber doch unsere Lebenswelt ist. Als Verstärkungsfaktor wirkt die ökonomisierte Massenproduktion der Technik. Wir müssen aber auch nach innen blicken. Karl Friedrich von Weizsäcker schrieb im erwähnten Zeitartikel von 1980, die Menschheitskrise habe eine ihrer Ursachen in der neuzeitlichen Gestalt der Wissenschaft. In den 1940er Jahren war Weizsäcker als junger Physiker im Nuklearprojekt des Deutschen Heereswaffenamtes beteiligt. So folgt 1982 sein schwerwiegender Satz: Von Galilei führt ein schnurgerader Weg zur Atombombe. Damit wird verwiesen auf erstens die Machtpotenziale, die von den modernen Naturwissenschaften verfügbar gemacht werden. Zweitens den merkwürdigen Glauben an die Vollständigkeit des rationalisierten wissenschaftlichen und technikorientierten Weltzugangs. Und drittens die Entkopplung von Verstand und Vernunft durch die Reinigung des Hauses der Wissenschaft von der Stimme des Gefühls und der vorsichtig verantwortlichen Voraussicht. Die Rationalisierbarkeit der Welt stößt aber auch wissenschaftlich an Grenzen. Linearisierung und Mechanisierung der Welt standen im Kern des Erfolgsprogramms der wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Moderne. Dieser Kern ist längst fragwürdig geworden, aus der Wissenschaft selbst heraus. Nichtlinearitäten, komplexe Wechselbeziehungen sind weit prägender in der realen Welt als früher angenommen bzw. notgedrungen ausgeblendet. Die wissenschaftliche Abbildbarkeit stößt an Grenzen. Unsicherheiten und Nichtwissen ziehen in den Kern der wissenschaftlichen Beschreibungsversuche ein. Der britische Dramatiker Michael Frayn hat dies auf den Punkt gebracht, indem er Werner Heisenberg die Formulierung vom letzten Kern von Unbestimmtheit im Herzen der Dinge in den Mund legte. Diese Botschaft betrifft nicht nur die Quantenphysik, sondern unsere Bemühungen um ein wissenschaftlich angeleitetes Weltverständnis insgesamt. Wir modernen, wissenschaftlich gebildeten und voraneilenden Menschen haben Neues zu lernen. Wir sollten mehr verstehen über das Woher, das Wie und das Wohin unserer modernen Wissenschaft, woher sie abstammt, was sie ausmacht, wo ihre Grenzen sind und wie ihre Möglichkeiten vernünftig eingeschätzt entwickelt werden können, genutzt werden können und genutzt werden sollen. Das Gegenbild ist das der wahllosen kindlichen Neugier als entscheidender Triebkraft. Ich beziehe mich hier auf einen Aufsatz von Max Planck aus den 1940er Jahren. Gibt man dem Kind ein Spielzeug, etwa eine Klapperbüchse in die Hand, so gehe es damit auf Entdeckungsreise, probiere und experimentiere damit herum und beginne letztlich sein Weltbild zu formen. Es folgt dem Reiz der Entdeckung. Für einen wissenschaftlichen Forscher sei es nicht anders, so Planck. Bei Neuartigem, auf das er stößt, bemühe er sich um dessen Aufklärung durch vielfache Wiederholung von Experimenten, nicht anders als das Kind mit seiner primitiven Klapperbüchse.
Wie irritiert und eigentlich erschreckt war ich, als ich junger Physikstudent erstmalig diese Überlegungen Plancks las. Und ich hatte gleichzeitig seine Gedanken auf dem Weg zur Quantenphysik in dieser Zeit wirklich mit Begeisterung studiert. Müsste die Wissenschaft nicht längst weit erwachsener mit ihrem Stoff umgehen? Gerade auch nach den Erfahrungen mit höchst problematischen Ausgebuchten aus den Klapperbüchsen der Forschenden. Spieltrieb und Neugier sind heute in aller Regel keine akzeptablen Erklärungen oder Rechtfertigungen mehr für Antriebsfaktoren in den Technowissenschaften. Dazu sind ihre potenziellen Weltveränderungskräfte zu deutlich oder sogar zu dramatisch. Nun kann ich den roten Faden der Vorlesung wieder aufgreifen. Wie können wir Furcht und Hoffnung einerseits etwas genauer und andererseits über den nuklearen Kontext hinausgehend etwas allgemeiner formulieren? Hans Jonas hat in seinem einflussreichen 1979 vorgelegten Werk Das Prinzip Verantwortung, Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, sehr deutlich auf die eine Seite, die Seite der Furcht geschlagen. Die erheblich erweiterte Reichweite menschlichen Handelns durch technische Eingriffe in die uns umgebende Natur zwingt uns, über die bisherigen Ethikkonzeptionen, die eher auf das Individuum abzielten, hinauszugehen. In gewisser Anlehnung an Kants kategorischen Imperativ formuliert er einen Imperativ neuen Typs, der eine kollektive und globale Verantwortung einfordert. Zwei der insgesamt vier Formulierungen dieses neuen Imperativs lauten bei Jonas: Handle so, dass die Wirkung deiner Handlung verträglich ist, mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Wichtig, echten menschlichen Lebens, da steckt natürlich unheimlich viel noch dahinter. Gefährde nicht die Bedingungen für den indefiniten Fortbestand der Menschheit auf Erden. Jonas bewegten insbesondere zwei Aspekte der Technikentwicklung. Einmal wieder die erzeugten enormen technischen Potenziale, denen erhebliche zerstörerische Kräfte eingeschrieben sind. Und dies findet den sinnfälligen Ausdruck seiner Wortwahl: die Atomwaffen warten schweigend. Zum anderen sieht er den Menschen im Kern bedroht, dadurch, dass er selbst zunehmend zum Objekt der Technik wird. So wendet sich Jonas gegen alle utopischen Heilserwartungen durch Technik und besteht darauf, dass der Mensch schon heil sei in seiner Anlage, was uns die höchste Pflicht der Bewahrung auferlege. Das ethische Vakuum, das die Dynamik der modernen Naturwissenschaften zurückgelassen habe, müsse wieder aufgefüllt werden. Wie kann das geschehen? Nach Jonas soll uns die Furcht den Weg weisen. Er fordert eine Heuristik der Furcht. Das bedeutet zunächst, dass wir die Pflicht haben, eine Vorstellung zu gewinnen von den Fernwirkungen unseres technischen Handelns. Zweitens sollen wir in uns ein angemessenes Gefühl entstehen lassen, das dem Vorgestellten entspricht. Wir sollen uns vom gedachten Heil oder Unheil kommender Geschlechter affizieren lassen, so Jonas. Das hat nichts zu tun mit blinder Grund- und bodenloser Angst. Das ist kein guter Ratgeber, sondern es geht um eine aufspürende Heuristik der Furcht. Nur begründete Furcht zählt bei Jonas. Der von Jonas vorgesehene nächste Schritt, die genügend einleuchtende Unheilsprognose, ist maßgeblicher als die vielleicht nicht weniger einleuchtende, aber auf eine essentiell niedrigere Ebene bezügliche Heilsprognose. Diese Forderung des Vorrangs der schlechten Prognose vor der guten ist bis heute natürlich umstritten. Sie hat aber durchaus Folgen gezeichnet in der Etablierung des Vorsorgeprinzips. Das kann die Mitteilung der EU-Kommission zur Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips aus dem Jahre 2000 vielleicht verdeutlichen. Ernst Blochs Überlegungen, gegen dessen Prinzip Hoffnung Jonas Prinzip Verantwortung gerichtet war, gehen auf den ersten Blick in eine völlig andere Richtung. 20 Jahre vor Jonas beschwört Bloch den utopischen Gehalt in der menschlichen Geschichte und Kultur, der deutlich werden lässt, dass wir Menschen unseren Blick hoffend nach vorne richten. Auch die Naturgeschichte ist nicht an ihr Ende gekommen und Bloch entwirft einen utopisch spekulativen
Materiebegriff. Der ist irgendwie auch spekulativ. Also ist schon sehr interessant. Kann ich jetzt hier nicht weiter erzählen. Gemäß Bloch drängen wir ins noch nicht in Raum und Zeit des noch erst zu Realisierenden. Der Mensch hungert nach Brot, Frieden, Sinnstiftung, Gerechtigkeit und Heimat. Und er lebt auf dem Bauplatz der Natur. Bloch interessiert sich nicht für irgendwelche Wolkenkuckucksheime, für Science-Fiction, technische Traumfantastereien, sondern er will die Latenzen und Tendenzen in den Entwicklungsströmungen aufdecken, sodass konkrete Utopien, die bereits am Horizont aufscheinen, hinaufdämmern, ausgelotet und dann angesteuert werden können. Er sucht nach Grundrissen einer besseren Welt, was die Gesellschaft angeht, und ebenfalls nach Grundrissen einer besseren Welt, was konkrete Technik angeht. Das Baconsche Programm der Moderne bekommt bei ihm einen neuen Slogan: Vermittlung der Natur mit dem menschlichen Willen. Regnum hominis in und mit der Natur. Dabei grenzt er sich entschieden ab vom Ausbeuter- und Überlistertyp der Technik, der bloß Chancen nutzt. Unsere bisherige Technik steht in der Natur wie eine Besatzungsarmee in Feindesland und vom Landesinneren weiß sie nichts, lautet sein Verdikt. Ebenso sieht er die Gefahren, die einer solchen Art Technik lauern. Gegen den technischen Unfall gibt es einige Sicherungen. Aber gut Freund ist deshalb die Natur ihrem Prügelmeister nicht geworden. Bei einer veränderten Selbstreflexion des Technikers, einer neuen gesellschaftlichen Selbstverständigung, die bei Bloch durchaus noch revolutionäre Züge trägt, wird eine andere Form von Technik jenseits der Naturausbeutung möglich, wenn auch ein anderes Verständnis der Natur, des Natursubjekts, wie Bloch sagt, in wachsender Vermittlung erreicht wird. Bloch schwebt eine Allianztechnik mit der Natur vor. Naturströmung als Freund, Technik als Entbindung und Vermittlung der im Schoß der Natur schlummernden Schöpfungen. Das gehört zum Konkretesten an konkreter Utopie. Bloch spricht von der möglichen Naturallianz, auf die wir unsere Hoffnung setzen können. Heute assoziieren wir damit gewiss keine Strahlungstechnik mehr, sondern, um im Bereich der Energietechnologien mal zu bleiben, klug gestaltete erneuerbare Energietechnologien. Auf den ersten Blick scheinen Fürchten und Hoffen absolut wesensverschieden zu sein. Wenn wir Jonas Verantwortungsprinzip, angeleitet durch die Heuristik der Furcht, das Prinzip der Erhaltung, Erhaltung der Lebenswelt, Erhaltung echten menschlichen Lebens zuordnen und Blochs utopischen Hoffnungsprinzip, das Prinzip der Entfaltung, Entfaltung der Humanität und menschlicher Lebensmöglichkeiten, Entfaltung einer Technik in Allianz mit der Natur und ihrem tieferen Sinn, dann werden Erhaltung und Entfaltung zu zwei wesentlichen Prinzipien, die sich ergänzen können. Es ist wohl so, dass die so verstandenen Prinzipien von Erhaltung und Entfaltung die Suche nach einer notwendig lebensweltlich verankerten Orientierung von Wissenschaft und Technik unterstützen oder gar anleiten können. Ich denke, wir müssen lernen zu wählen, innerhalb des unermesslichen Möglichkeitsraumes, den menschliche Forschung und die Natur selbst aufspannen. Wir können uns dabei die alternativen Struktur der Wissenschaft bewusst zunutze machen und versuchen, eine Positivbestimmung der gewollten Fortschrittstendenz zu Wege zu bringen und auch der möglichen Fortschrittstendenz. Das ginge weit über die Wahrnehmung von Chancen und die Vermeidung von Risiken hinaus. Dazu müssen wir auch unsere Vorstellungskraft schärfen. Technisches Verfügungswissen allein ist blind. Orientierungswissen muss hinzutreten, so wie es Jürgen Mittelstraß gefordert hat. Und ich meine ein drittes Tritt hinzu, wir benötigen Gestaltungswissen. Die Gestaltungsaufgabe betrifft sowohl den naturwissenschaftlich-technischen Kern, der möglicherweise von uns zu erzeugenden neuen Artefakte, als auch die zugehörigen gesellschaftlichen Kontexte und Einbettungen. Sie betrifft sowohl die gesellschaftliche Macht- und Interessensphäre
als auch die Einbettung in die Naturprozesse. Ein wesentlicher Weg zu dem benötigten antizipativen Gestaltungswissen ist meines Erachtens die Wissenschafts- und Technikfolgenabschätzung, die gemeinhin kurz als Technikfolgenabschätzung oder besser Englisch Technology Assessment, TA, auftritt. Und Technikfolgenabschätzung ist auch Wissenschaft. Es sind systematische Verfahren der wissenschaftlichen Untersuchung von Bedingungen und Folgen von Technik und Technisierung sowie zu ihrer gesellschaftlichen Bewertung. Dieser zweite Teil ist auch wesentlich. Es geht weniger um abstrakte, kritische Analysen der Technikentwicklung als solcher. Das überlässt man heutzutage eher anderen. TA ist mehr ein Zugang zur Gestaltung der Nutzung aktuell verfügbarer Technik, aber zunehmend auch zur frühzeitigen Gestaltung der Wissenschafts- und Technikentwicklung in fokussierten Teilbereichen. Und der zweite Teil ist mir persönlich noch viel wichtiger. Hier werden Informationen und Wissensbestände inter- und transdisziplinär erarbeitet, gesammelt, aufgearbeitet und eingeschätzt, die weit über das hinausgehen, was der Forschungs- und Entwicklungsprozess selbst ganz selbstverständlich generiert. TA soll durch die Erzeugung von Transparenz gesellschaftliche Lernprozesse im Umgang mit Technik, Technisierung und aktueller Forschung unterstützen. Die Zukunft unserer wissenschaftlich-technischen Lebenswelt geht ja uns alle an, nicht nur die, die das nach vorne treiben. Ich habe eine neue Spielart der TA, die prospektive TA, gemeinsam mit Wolfgang Bender und Jan Schmidt mit ins Spiel gebracht. Daher noch ein paar knappe Bemerkungen dazu. Wesentlich ist uns die Frühzeitigkeitsperspektive. Diese erscheint wichtig, um bereits absehbare, ungewollte Folgen und Risiken rechtzeitig schon in der Forschung aufzuspüren und zu erkennen. Etwaige Gestaltungspotenziale so früh wie möglich und effektiv zu wecken und um Versprechungen rechtzeitig, unabhängig von den Proponenten, überprüfen zu können. Und dies am besten, bevor große Geldsummen, zumeist aus der Gesellschaft, in Forschung und Entwicklung investiert werden. Dazu muss der jeweilige wissenschaftlich-technische Kern selbst fokussiert werden. Dies betrifft neben der Analyse von Ambivalenzen auch prinzipielle Wissensgrenzen und Unsicherheiten der wissenschaftlichen Beschreibung, zumindest auf dem Stand, auf dem wir jetzt sind, das, was wir absehen können. Von Bedeutung sind auch die Zieldimensionen. Hier müssen Intentionen und Interessen Beteiligter, normative Hintergründe mit erkennbaren Potenzialen und der Sinnhaftigkeit von Innovationen abgeglichen werden. Das Öffnen und das Schließen von Gestaltungsspielräumen für wissenschaftlich-technische Optionen sollte ein bewusster, reflektierter, gesellschaftlicher Prozess werden können. Dahinter steht unter anderem die Annahme, dass die Verantwortung für die gesellschaftliche Akzeptanz einer Technik, ihre Akzeptabilität, nicht allein ihre Machbarkeit oder ihre ökonomische Verwertbarkeit ist bzw. sein sollte. Der Naturphilosoph und zeitweise Wissenschaftspolitiker Klaus Meyer-Abich hat dies meiner Meinung nach sehr schön auf den Punkt gebracht. Akzeptabel sind grundsätzlich diejenigen Techniken, mit denen wir unter gemeinsamen kulturellen Leitvorstellungen besser leben als ohne sie. Wie werden wir hier wahrnehmungsfähig? Neben TA. Leitend könnte aufgrund von TA-Analysen die Wahrnehmung der Färbung des Dreiklangs aus den drei Perspektiven Erhaltung, Entfaltung und Gestaltung sein. Ich wähle eine Analogie aus der klassischen Musik. Manchmal wird der Dreiklang in Moll gestimmt sein, wo vielleicht die Sorge mitschwingt. In einem anderen Fall klingt der Dreiklang durch eine auffällige Tritonie schief, vielleicht weil die Besorgnis scharf durchklingt. Dann steht die akzeptable Auflösung ernsthaft in Frage. Der Dreiklang kann aber auch im Hell-Dur zum Klingen kommen, wenn die Hoffnung bestimmend ist auf echten humanen Fortschritt durch wissenschaftlich-technische Innovation, nach vorne weisende Möglichkeiten ohne relevanten Schaden soziotechnisch gestaltbar erscheinen. Viele Töne und Harmonien machen die Musik, aber die Grunddreiklänge haben massiven Einfluss auf die Gesamtstimmung. Dafür müssen wir empfänglich werden. Ich bin im Übrigen überzeugt, dass der Dreiklang Erhaltung, Entfaltung und Gestaltung als angemessene Bestimmung der Nachhaltigkeitsanforderungen im wissenschaftlich-technischen Bereich nützlich ist.
Was macht uns bereit, auf die Stimme der Dreiklänge der Nachhaltigkeits- und Zukunftsorientierung hören zu können? Falls wir nicht so sehr auf die gegenwärtigen Entscheider oder uns selber hoffen, so sollten wir wenigstens auf die kommende Generation setzen und sie unterstützen. Die Universitäten sind der rechte Ort, meine ich, mehr als fachspezifische Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, auch mehr als multidisziplinäre oder gar interdisziplinäre. In Wien muss ich wohl kaum Robert Musils Mann ohne Eigenschaft zitieren, um deutlich zu machen, was ich damit meine, wenn ich mir wünsche, mitzuhelfen, dass Menschen mit Eigenschaften, mit Sinn und Blick für übergreifende Ganzheiten Diplome der BOKU in die Hand nehmen können. Junge, engagierte Menschen sollen auch ihre humanen und sozialen Eigenschaften neben den wissenschaftlichen Kompetenzen entwickeln können. Sie sollen die Chance zur Persönlichkeitsentfaltung bekommen, die sie weniger anfällig macht für einseitig technisch motivierte Verführungen und Versprechungen. Sie sollen jedenfalls nicht blind gegenüberstehen. Dazu gehört auch die ethische Bewusstseinsbildung, die durch unterschiedliche Initiativen gefördert werden kann, gerade auch in der Lehre. Unsere Universität, jetzt auch meine, und ich bin froh hier zu sein, die Universität für Bodenkultur, bezeichnet sich bewusst als Universität des Lebens. Albert Schweitzer hat zu Beginn der 1950er Jahre eine Formel entwickelt, die die Ehrfurcht vor dem Leben versucht, in Worte zu fassen. Ich bin Leben, das Leben will, inmitten von Leben, das Leben will. Es handelt sich um eine rekursive Formel, die angesichts der schier unauflösbaren Widersprüche hinsichtlich einer allgemeinverbindlichen ethischen Fundierung unseres menschlichen Handelns in der Welt blitzartig einschlägt, nachdem alles verstandesmäßige, wissenschaftliche Resonieren an eine Grenze gelangt ist. Die Quelle ist hier kein Vernunftprinzip, sondern das Mitgefühl für den nahestehenden Menschen, alle Menschen und schließlich für alle Lebewesen, alles Leben, an dem wir teilhaben. Alle die klugen Rationalisierungsversuche zwischen egoistischen und altruistischen Ethiken, pflichtethischen Grundlegungen, Nützlichkeitsethiken und so weiter aus der philosophischen Tradition der Ethik werden aufgehoben, zumindest für einen Moment. Auch der allgemein übliche Anthropozentrismus wird hier relativiert. Dies geschieht durchaus mit dem intellektuellen Verweis auf die humanistische Tradition, die schon in der vorchristlichen Stoa angelegt ist, aber entscheidend mit Verankerung in den weiteren menschlichen Gaben, Gefühl und Willen. Man kann Schweitzers Formel auch anders sehen. Sie bewegt sich schon jenseits von menschlichem Fürchten und Hoffen. Sie ist Ausdruck von Dank und Wissen zugleich. Dankbarkeit angesichts der Fülle des Lebens und sprachloses Wissen von dem, was recht und gut ist, über das, was geschehen soll, von dem, was ich jetzt bin und jetzt tue und will. Bewusstes, verantwortliches Handeln geschieht. Das könnte das Ende meiner Vorlesung sein, aber für meinen Geschmack wäre das doch etwas zu pathetisch. Es ist ja doch so, dass wir genötigt sind, uns mit Argumenten auszutauschen und zu verständigen. Das bleibt unhintergehbar. Das Geben und Nehmen von Argumenten und Gründen hat große, vielleicht entscheidende Bedeutung, wenn wir zu Übereinstimmungen, Verbindlichkeiten oder zur Klarstellung wesentlicher Dissense kommen wollen, gerade im Feld von Wissenschaft und Technik. Jetzt komme ich nochmal zu Jürgen Habermas, das Gegenmodell ein bisschen vielleicht zu manchem, was Luhmann geschrieben hat, deswegen haben wir auch diesen Ferndialog immer geführt. Jürgen Habermas und andere haben das Modell des Diskurses und der Diskursethik hierfür entwickelt. Ein zentraler Punkt ist die Universalisierung der Geltungsansprüche, auch moralischer Normen, durch die Einbeziehung aller. Alle möglichen Positionen und Argumente werden inkludiert. Nicht ich prüfe gewissermaßen in foro interno, wie Habermas das so schön sagt, ob die Maxime meines Handelns allgemeines Gesetz werden könnte, à la Immanuel Kant, sondern wir beraten und prüfen in wechselseitiger Anerkennung der Interessenlage und Werthaltungen im gemeinsamen Diskurs, was allgemeine Gültigkeit beanspruchen kann und was nicht.
Dabei können die Rationalitätskriterien, welche Gründe als gute Gründe auszeichnen, selbst zur Diskussion gestellt werden. Das ist natürlich ganz wichtig. Letztlich müssen deshalb Verfahrenseigenschaften des Argumentationsprozesses selbst die Bürde der Erklärung dafür tragen, warum verfahrensgerecht erzielte Resultate die Vermutung der Gültigkeit für sich haben. Das kann sich irgendwann auch wieder anders herausstellen. Die kommunikative Verfassung rationaler Diskurse kann beispielsweise dafür sorgen, dass alle relevanten Beiträge zum Zuge kommen und allein der zwanglose Zwang des besseren Arguments das Ja oder Nein der Teilnehmer bestimmt. Eine Pointe ist die gewisse Analogie zur Übereinstimmung der Geister, wie wir sie auch aus dem Prozess der Wahrheitsfindung in den Naturwissenschaften kennen, der ebenfalls diskurstheoretisch verstanden werden kann bei Habermas. Intersubjektivität ersetzt mehr oder minder die überkommenen Vorstellungen von Objektivität. Die praktische Umsetzbarkeit dieses Weges der Verständigung ist gewiss nicht einfach. Der herrschaftsfreie Diskurs über unsere Zukunft in und mit Wissenschaft und Technik als regulative Idee, so wie es auch Habermas sagt, ist aber, so meine ich, eine dringliche und auch spannende Herausforderung. So komme ich zum Schluss. Die Nukleartechnologie ist aus meiner Sicht eine ausgesprochene, von Ambivalenzen durchzogene Risikotechnologie, die in besonders massiver Weise Menschen schädigt. Ich frage, so wie auch Wolfgang Renneberg, haben wir überhaupt schon alle notwendigen Lehren für den Nuklearbereich selbst gezogen, nach den Katastrophen von Hiroshima, Fukushima und andernorts? Gewiss steht hier Österreich vergleichsweise gut da. Warum werden deutlich erkennbare Risiken erst dann ernst genommen, wenn sie sich durch reale Ereignisse quasi objektiviert haben? Warum wird so schnell vergessen bei so vielen und warum werden keine Schlüsse gezogen, die beharrlich an die Problemwurzeln gehen und den wissenschaftlich-technischen Kern mit einschließen? Welche grundsätzlichen Lehren ziehen wir für unseren Umgang mit Forschung und Technik, auf die wir uns ja eingelassen haben zur Gestaltung unserer Lebenswelt? Was müssen wir wirklich fürchten und auf was können wir zu Recht hoffen? Das können wir nur gemeinsam klären. Ich habe einige Überlegungen und Orientierungspunkte genau dazu vorgetragen und ich muss sagen, es gibt keinen Masterplan. Wir stehen vor gemeinsamen Suchprozessen und der beharrlichen Verfolgung von Lösungsansätzen, die wir auffinden werden. Da bin ich sehr hoffnungsfroh. Vielleicht habe ich auf diese Weise Ihnen meine Vorstellung über mein Engagement an der BOKU in Wien, mitten in Europa, damit etwas nahebringen können. Das würde mich freuen und ich danke Ihnen sehr für Ihre hohe Konzentration und Geduld, diese Reise mit mir gegangen zu sein. Vielen Dank. Applaus